So, 17 Uhr. Wir beruhigen uns jetzt ein bisschen. Fällt einem nicht ganz so einfach nach so einem genialen Live-Act, oder? Wir kommen jetzt zur nächsten Session. Eine Session für alle, die das nächste große Ding machen wollen oder damit reich werden wollen. Austria's Next Big Thing. Spannende Panel-Gäste, die uns jetzt Silvia Salinger vorstellt. Herzlich willkommen. Ja, hallo nochmal. Schönen Nachmittag. Wirklich schön zu sehen, dass die Halle den ganzen Tag über voll bleibt, die Aufmerksamkeit ungebrochen ist. Wir starten gleich mit unserer dritten Diskussionsrunde und zum Thema lokal starten, global durchstarten hat Peter Thiel, einer der ersten Facebook-Gründer und PayPal-Gründer gesagt, man soll groß denken, aber nicht größenwahnsinnig werden. Und wir werden dann der Frage nachgehen, wie groß kann man in Österreich überhaupt denken und ab wann wird man dann eigentlich wahnsinnig. Aber bevor ich mit dieser Runde starte, freue ich mich jetzt über Martin Pansy von Up to 11. Applaus bitte. Hallo, lokal starten, global durchstarten. Bin gefragt worden, aus meinen Erfahrungen hier Anreiz zu geben für eine hoffentlich spannende Diskussion, die folgen wird. Als Einleitung kurz zu meiner Person. Ja, im Hintergrund sieht man schon die Internetvergangenheit Österreichs. Ich war 8 Jahre lang Geschäftsführer von sms.at, dem wahrscheinlich erfolgreichsten österreichischen Internet-Startup aus dem vorigen Jahrtausend, zu einer Zeit, wo Startups den Begriff Startups noch gar nicht gegeben hat. Mit sms.at haben wir schon Mitte der 2000er 8-stellige Umsätze geschrieben in Österreich. Es hat verschiedenste Eigentümer gegeben, die immer wieder versucht haben, das in Österreich sehr erfolgreiche Modell auch international zu replizieren. Aber alle sind eigentlich daran gescheitert und es ist relativ viel Geld in den Sand gesetzt worden. Ich habe das immer schön beobachten können. Aus Fehlern lernt man ja und daraus speisen sich auch viele Erfahrungen, die ich heute mitgenommen habe. Und habe dann im Jahr 2012 gemeinsam mit meinem Bruder Up to 11 begonnen. Up to 11 ist ein Company Builder in Graz. Wir haben den Fokus, mobile Geschäftsideen international zum Durchbruch zu verhelfen oder diese selbst zu inkubieren. Eine dieser Geschäftsideen ist Nuki. Nuki ist ein smartes Türschloss. Wir haben uns das Ziel gesetzt, wir wollen den physischen Schlüssel ablösen und durch das Gerät ersetzen, das wir immer bei uns tragen, nämlich das Smartphone. Ist nachrüstbar, kann einfach über das bestehende Türschloss an der Innenseite angebracht werden, verbindet sich dann über Bluetooth mit einem Smartphone und kann von dort ganz einfach gesteuert werden. Heute, also Nuki, ist in 2015 im Rahmen von einer Kickstarter-Kampagne, einer der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen in Europa, gestartet. Wir haben das Produkt im November 2016 auch auf den Markt gebracht, ist mittlerweile Amazon im Handel und online auch erhältlich. Und haben seit November es geschafft, dass mehr als 10.000 Privathaushalte oder Büros ein Zusatzsystem von Nuki verwenden. Auf das sind wir besonders stolz. Wir haben eine Exportquote von mehr als 90%. Das heißt, wir richten uns primär an Kunden außerhalb von Österreich, haben Anfang April in Niederlanden und Belgien gestartet, Ende April in Frankreich und heuer ist unser Fokus voll auf weitere Internationalisierung und Durchmarsch. So, wenn ich alle meine Projekte zusammenwerfe, dann gibt es ein paar einheitliche Muster und die habe ich heute in Form von Lessons Learned mitgebracht. Erstens, man sollte schon am Start von seinem Webprojekt oder Startup-Projekt wissen, wo man am Ende einmal hin möchte. Ist es eine Opportunity, die europaweit zur Verwertung kommen kann? Brauche ich die USA, einen großen homogenen Markt, einen Investorenmarkt? Muss ich überhaupt weltweit erfolgreich sein? Wohin kann sich meine Idee einmal entwickeln? Warum das wesentlich ist, sieht man zum Beispiel genau am Beispiel Nuki. Wir haben uns sehr, sehr früh darauf konzentriert, dass wir in Europa der führende Player für das Thema werden wollen. Haben bewusst USA und die weitere Welt ausgelassen. Warum? Türschlösser sind in den USA etwas anders als in Europa und es hätte ein anderes Produkt oder ein komplexeres Produkt gebraucht, wenn man alle Welten in ein Produkt vereinen möchte oder alle Märkte mit einem Produkt bespielen möchte.
Daher eben bewusst die Entscheidung auf Europa. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, muss ich auch wissen, dass der Markt, an dem ich mein Produkt einmal verwerten möchte, groß genug ist, um die Investitionen, die ich für die Entwicklung und den Go-to-Market von dem Produkt brauche, auch wieder retour zu spielen. Wenn ich mir vorab diese Gedanken mache, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ich ungeahnterweise während der Reise irgendwann einmal in ein Schlagloch falle, wesentlich geringer. Zweiter Punkt, von Start weg großdenken. Digitale Märkte sind Winner-Takes-All-Mentalitäten. Wir sehen das im E-Commerce bei Amazon, Social Networking mit Facebook oder Search mit Google. Und um genau in diesem hochkompetitiven Umfeld bestehen zu können, muss man von Start weg großdenken. Man muss sich die Internationalisierung zur Chance machen und nicht Angst haben vor den Tendenzen. In Österreich klein machen und sich zu verstecken, funktioniert nicht, weil irgendwann kommt internationale Konkurrenz, sobald ein Thema im digitalen Space ist. Was heißt das zum Beispiel? Ich habe das bei SMS.de in der ersten Reihe fußfrei beobachten können. In der Vor-Facebook-Zeit, also vor 2007, 2008, war SMS.de die Online-Community in Österreich. Ist dann innerhalb von 1,5, 2 Jahren in diesem Bereich komplett von Facebook abgelöst worden. Warum? Es war eigentlich nicht, weil Facebook die besseren Ideen hatte, also diesen Social Feed, den gab es auf SMS.de auch schon. Ne? Nur Facebook hatte ganz andere Möglichkeiten, auf Kapitalseite und auch auf Personalseite. Facebook hatte 1,5 Jahre nach der Gründung 450 Mitarbeiter, 2,5 Jahre danach 1.000 Mitarbeiter. SMS.de hat zu der Zeit 30 Mitarbeiter gehabt, weil aber auch mehr in einem Business Case, in einem Land, wo ich mich nur auf 8 Millionen Österreicher konzentriere, nicht rechtfertigbar waren. Das heißt, du hast über kurz oder lang eigentlich keine Chance, hier entsprechend dagegen zu halten. Und so hat das auch seine Entwicklung genommen. Gleiche Entwicklung hat auch den deutschen Platzhirschen, StudiVZ-Netzwerke werden auch noch einige kennen, hat genauso getroffen und sind heute, sogar noch vor SMS.de, eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden. Und das Ganze bringt mich dann auch schon zur dritten Lessons Learned. Social Networking ist im digitalen Space ein Megathema. Wir verbringen extrem viel Zeit in Social Networks und um große Megathemen kümmern sich auch die großen Player, Facebook, Google, Amazon, Apple und Co. Aber was aufgrund der Internationalisierung international immer einfacher wird zu bespielen, sind Nischen. Ich kann in Nischen heute international extrem erfolgreich sein. Es wäre in Österreich unmöglich, für ein neues Facebook, ein fiktives, 1.000, 2.000 Entwickler in kurzer Zeit zu rekrutieren. Das gelingt woanders besser, wo es eben eine ganze Industrie gibt, die auf diesen Bereich spezialisiert ist. Da bei uns kann ich mir eben sorgfältig Nischen aussuchen und mich von dort weg weiterentwickeln. Bestes Beispiel dafür wäre in Österreich Runtastic, auch in einer Nische Fitness-Tracking, aber diese Nische und vor allem die Chancen, die Internationalisierung bietet, extrem positiv genutzt. Über 100 Millionen App-Downloads, tollen Exit gemacht und das Ganze von Linz aus. Und das Ganze bringt mich dann zur abschließenden Thematik. Ja. Wenn es immer mehr Internationalisierung gibt, ist Österreich dann der richtige Standort und kann ich von Österreich aus ein sehr international erfolgreiches Startup etablieren? Und meine Antwort darauf ist ja. Das ist möglich. Wir haben in Österreich toll ausgebildetes Personal. Wir haben verhältnismäßig noch wenig Wettbewerb um genau dieses Personal, wenn man es vergleicht mit Silicon Valley etc., wo Gehälter schon auf einem ganz anderen Niveau sind. Wir haben eine gute Lebensqualität und das Wichtigste, vielleicht auch mittlerweile im Frühphasenbereich auch schon eine ganz gute Strukturen, was die Finanzierung von Unternehmen betrifft. Daher ja, man kann innerhalb von einer Nische von Österreich aus auch ein international erfolgreiches Produkt etablieren. Es ist nur wesentlich, dass man von Start weg weiß, was sich von Österreich aus leisten kann. Eben in Nischen erfolgreich sein, aber es wird sicher nicht das nächste Facebook oder Google in Österreich entstehen, weil dafür würden einfach hier schlichtweg die Strukturen und Möglichkeiten fehlen. Das waren meine Learnings. Soweit. Ich hoffe, es war ein Anreiz für eine Diskussion, die folgen wird. Stelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder allgemeine Gültigkeit. Wie gesagt, es sind nur 15 Lebensjahre verpackt in einen kurzen Vortrag und freue mich jetzt auf die Diskussion. Danke, Martin Pansy von Up to 11.
würde sagen, Sie machen es sich mal gemütlich. Ja, ich würde sagen, der erste Startup Day hat gezeigt, es liegt ein enormes Potenzial in der Gründerszene, aber kann man von diesem kleinen Markt aus wirklich global durchstarten? Darüber diskutiere ich jetzt mit Lukas Scherzenlehner, soeben in Österreich mit Clean Energy an die Börse gegangen. Herzlich willkommen. Ebenfalls freue ich mich über Katja Wagner, bekannt aus den Medien als Waxing Lady und Rebellin gegen die Gewerbeordnung und Überregulierung. Herzlich willkommen. Von Crate ist hier Jodo Bartlock, Peter Buchreutner von Swell. Peter Buchreutner von Swell, Sie dürfen schon, nicht so schüchtern. Michael Grabner von Michael Grabner Media, Daniel Horak von Conda, Katharina Klausberger von Spock und Ralf Kunzmann vom ABS Gründerfonds. Herzlich willkommen. So. Wir kuscheln uns da zusammen. Es ist einmal ein Pen. Endlich einmal. Oh, ich höre gerade, wir vermissen noch jemanden. Herrn Bartlock. Er ist hier. Für wen brauchen wir dann noch einen Stuhl, bitte? Improvisation ist alles. Passt schon. Okay, bitte dringend einen Stuhl wir halten für Herrn Kunzmann. Wir werden aber trotzdem einstweilen beginnen. Stuhl ist am Weg, höre ich soeben. Vielen Dank. Herr Bartlock, seit 10 Jahren mit Big Data und Open Source beschäftigt. Wenn Sie seit diesen vielen Jahren den Markt beobachten, kann man von hier aus wirklich global durchstarten? Auf jeden Fall, keine Frage. Der Marktzugang ist sicher die Schwierigkeit, aber okay. Hightech zu entwickeln, hier zu produzieren, hier Brain-Kapital zu investieren, ist auf jeden Fall, glaube ich, der beste Platz auf der Erde, das zu tun. Ich habe ja eingangs zitiert Peter Thiel, der meint, man soll langsam wachsen und erst dann expandieren. Wenn ich da zurückdenke an StudiVZ, also mit langsam wachsen war da gar nichts. Das ist über Nacht aus der Decke geschossen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Nicht gerade lokaler Start, oder? Es gibt einen Spruch, der sagt, Traction heals it all, Wachstum heilt alles. Man kann entweder gesund wachsen, aber wenn man Probleme hat, wenn Dinge nicht so gut laufen, durch Wachstum kann sich quasi alles übertünchen lassen. Und es hilft auch, weil am Ende vom Tag sicher die Relevanz gilt, die Größe gilt zumindest im Startup-Bereich. Da gilt es, aus dem Dreck zu kommen, in eine Liga zu kommen, in der man relevant ist. Und da hilft leider nur Wachstum. Man kann das beste Produkt haben, wenn kein Wachstum da ist, dann bringt es leider nichts. Global durchgestartet, Herr Buchreutner, sind Sie mit Swell, mittlerweile Swelly. Erzählen Sie, was war denn so los im letzten Jahr? Ja, also wir haben grundsätzlich vor circa einem Jahr gelauncht, auch der 2-Minuten-2-Millionen-Show mitgemacht als App. Und seit Facebook die Plattform für Entwickler aufgemacht hat, sind wir durchgestartet und nach Los Angeles übersiedelt und haben dort sehr großes Wachstum über den ganzen Chatbot-Bereich bekommen. Das heißt, wir sind als Facebook-Partner jetzt auf der F8-Konferenz vertreten gewesen letzte Woche und mit über 3 Millionen Usern gerade der größte Bot im Messenger. Aber warum nach Los Angeles? Aus Efferding wäre das in Österreich nicht möglich gewesen, so einen Start hinzulegen? Oder hier so zu wachsen oder in Mitteleuropa? Also aus Efferding nach Wien ist schon schwierig. Aber grundsätzlich, man kann es sicher auch in Österreich schaffen. Nur für uns war es halt wichtig, immer dort zu sein, wo der User ist. Und für uns sind die User sehr jung, sind Millennials oder Generation Z. Und gleichzeitig sind für uns die LA ist für uns ein sehr wichtiger Standort, weil die ganzen Medienunternehmen, E-Commerce und Fashion ist halt in LA. Und da sind wir jetzt neben Snapchat, Tinder, BuzzFeed, Disney und so weiter. Und das ist natürlich für uns ein Riesenvorteil. Auch aus Österreich heraus groß geworden, Frau Klausberger, mit der Flohmarkt-App Spock. Immer wieder ist die Kritik zu hören, Österreich denkt einfach zu klein. Man traut sich nicht, auf die Weltbühne zu gehen, zu expandieren, wenn Sie da an Ihre Vergangenheit denken. Ist da was Wahres dran? Wann war denn der Moment, wo Sie gesagt haben, so, jetzt können wir durchstarten?
Ich glaube, in dem Geschäft ist es generell, dass man einfach global denken muss oder größer denken muss, aber Schritt für Schritt starten. Wir sind am Anfang im Herbst 2012 in Österreich gestartet, haben im ersten Monat 10.000 Downloads geschafft in Österreich, sind relativ schnell dann auch nach Deutschland weitergewandert oder expandiert, haben nach einem Jahr 1 Million Nutzer gehabt. Mittlerweile sind es über 30 Millionen in Österreich, Deutschland, der UK, Italien, Schweden und Norwegen und zählen somit zu einem der größten Marktplätze. Man muss immer schauen, was kann man wie machen, mit welchen Ressourcen, mit welchen Möglichkeiten und dann einfach das Beste daraus machen. Herr Kunzmann, ich hoffe, Sie sitzen mittlerweile gut. Beklagt in der Gründerszene wird immer wieder sozusagen, dass man in der Startphase unterstützt wird, aber wenn es dann in die Expansionsphase geht, dann hat man das Gefühl, es wird der Stecker gezogen, es mangelt an Beteiligungskapital. Woran liegt's? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Das ist sicherlich eine Situation, die nicht nur in Österreich spürbar ist, sondern das ist etwas, was in Europa überhaupt der Fall ist. In Amerika, glaube ich, viel, viel, viel stärker etabliert ist und man dort auch viel mehr Investoren findet, als das in Europa oder insbesondere in Österreich der Fall ist. Wir sind mit dem AWS Gründerfonds jetzt seit 4 Jahren am Markt, um genau diesen Nachfrageüberhang, den man gesehen hat, auszugleichen. Sprich, wenn Gründerinnen und Gründer ein Produkt entwickelt haben, ein Geschäftsmodell entwickelt haben, was monetarisieren soll, ein Team vorhanden ist, was das umsetzen kann, was in einem Pitch-Deck steht, dann ist dieses Risikokapital erforderlich, um Unternehmen erfolgreich in den Markt zu begleiten. Und da braucht es sicherlich Investoren, die bereit sind, Risiko zu nehmen und aber auch die Möglichkeiten haben, mehr als nur ein paar hunderttausend Euro investieren zu können. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt zu tun. Wir investieren bis zu 3 Millionen Euro Venture Capital in österreichische Technologie-Startups, haben inzwischen 21 Startups finanziert, machen das immer in Form von Co-Investments. Das heißt, wenn wir investieren, nehmen wir immer Partner mit, die komplementär zu uns wirken sollen, sprich einen Mehrwert stiften über das Geld hinaus. Und das gelingt recht gut. 60 Millionen Euro in 21 Unternehmen investiert, das ist im Schnitt rund 3 Millionen Euro. Damit kann man schon einiges bewegen. Herr Horak, Sie runzeln die Stirn. Ihre Crowd-Investing-Plattform Conda ist die größte und bekannteste in Österreich. Sie haben gesagt, Sie haben festgestellt, es mangelt irgendwie an Wissen. Die Menschen wissen nicht, dass sie sozusagen über Crowd-Investing in Unternehmen investieren können. Und andererseits gibt es Unternehmen, die glauben, es gibt nur sie und die Bank. Wie kann das sein? Hat sich das mittlerweile weiterentwickelt oder gibt es einfach in Österreich nicht diese Investment-Mentalität? Ja, ich glaube, das ist auf beiden Seiten, also sowohl auf der Unternehmensseite als auch auf der Investorenseite ein Thema, das erst in den letzten Jahren begonnen hat, sich zu entwickeln. Also wir sehen, dass Startups, glaube ich, sind prinzipiell sehr gut, sich überall Kapitalquellen zu suchen und sind das gewohnt, auch diese Möglichkeiten zu nutzen. Aber auch im Mittelstand beginnt das gerade erst. Das heißt, da gibt es sicher einen Trend, der sich bewegt, aber in Summe ist das sicher auf der Unternehmensseite ganz, ganz am Anfang und wir sind per se ein Standort mit einer ziemlich hohen Bankenlastigkeit. Das heißt, da ist sicher das Thema auf der Unternehmensseite und auf der Investorenseite. Ich glaube, wir haben 4% der Haushalte, die in Aktien investiert haben. Das heißt, in etwas, was es schon seit Ewigkeiten gibt, selbst dort ist kaum Geld veranlagt. Und wenn man sich das jetzt im Crowdinvesting anschaut, dann sind wir natürlich noch ein ganz, ganz kleiner Markt. Wir haben im letzten Jahr knapp 10 Millionen Euro für Startups und kleine und mittelständische Unternehmen eingesammelt. Das ist ein Bruchteil von dem, was Banken finanzieren. Aber wir sehen halt, dass es wächst und dass die Leute das wollen. Und das Coole ist halt bei uns, ich kann in lokale Unternehmen in Österreich investieren und eben ab 100 Euro. Und das ist halt was, das war vorher einfach nicht möglich. Und da füllen wir eine Lücke, die gar nicht zu Konkurrenz, also eine Konkurrenz ist zu bestehenden Quellen, sondern eigentlich etwas, das additiv zu dem ist, was da ist. Sie haben auch gesagt, Sie geben kein dummes Geld. Was meinen Sie damit und Ihre Investoren? In welche Projekte haben Sie denn am liebsten? Naja, prinzipiell den Leuten ist wichtig zu verstehen, wo sie investieren. Das heißt, das muss was sein, was auch der Gründer, das Gründerteam, der Unternehmer transportieren kann.
Und das Zweite ist eben, wir haben Investoren, die haben 500 Euro in diese Unternehmen investiert und sagen, das ist meine Company, das ist meine Firma und jetzt helfe ich denen. Die sind Multiplikatoren, die sind externer Vertrieb, die sind Kunden, das heißt, ich habe viel mehr als nur Geld, sondern ich habe ganz viele zusätzlichen Nutzen, den ich aus meiner Crowd, aus meinen 200, 300, 400 Investoren heraus habe. Und das bringt natürlich gerade am Startup was. Wir sehen aber auch, dass das etablierten Unternehmen was bringt. Wir haben ja zum Beispiel den Stadionneubau auch von SK Rapid mitfinanziert mit 3 Millionen Euro. Also auch da sieht man auch, etablierte Unternehmen nutzen sowas. Herr Grabner, Sie sind ein langjähriger Weggefährte und Vertrauter von Dieter von Holtzbrinck. Sie haben den Stuttgarter Verlag 2007 verlassen, dann Ihr eigenes Familienunternehmen gegründet, sind an vielen Startups beteiligt. Wie schätzen Sie das ein? Es heißt, Österreich sei so in der Position der Innovation Followers festgefahren, hat natürlich seinen Vorteil, der Marktführer muss den Markt öffnen, muss in Kommunikation, Marketing investieren. Jetzt könnte man sagen, vielleicht gibt es einfach nicht so ein Gründergen in Österreich. Glauben Sie, dass wir es irgendwann zu den Innovation Leadern schaffen werden? Nein, ich glaube, also Österreich hat eine absolute Vorreiterrolle. Ich sehe da insbesondere in Relation zu Deutschland, wenn man die 1:10 Relation nimmt, dann haben wir eine deutlich bessere Förderlandschaft als in Deutschland und wir haben pro Einwohner oder pro Größenordnung, die Sie nennen wollen, sicherlich mehr Startups als in Deutschland. In Deutschland sieht man eigentlich immer nur Berlin, ein bisschen auch noch München, vielleicht noch Köln. Aber ich glaube, wir haben eine wirklich gute Ausgangssituation und wir haben ja auch gesehen, viele erfolgreiche österreichische Startups haben in Deutschland den großen Durchbruch gemacht. Eine gute Ausgangsposition, sehen Sie das auch so, Frau Wagner? Sie stehen mit der Politik auf Kriegsfuß aufgrund von Überregulierung. Haben Sie das Gefühl, in Österreich gibt es sowas wie ein Gründergen? Und sind die Voraussetzungen gut? Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass es in dem Fall nicht an den Österreichern liegt. Also ich glaube, es gibt sehr viele junge und engagierte und kreative und innovative Menschen. Es gibt auch viele Leute, die etwas machen wollen, die etwas gründen wollen, die tolle Ideen haben. Aber ich glaube einfach, gerade auf diese Menschen muss sich auch Österreich und auch die Politik einstellen, dass es eben jetzt heutzutage nicht nur den klassischen Angestellten gibt und dass es auch andere Wege nach der Matura oder nach der Hauptschule gibt als Lehre oder Studium und einen klassischen Beruf zu ergreifen. Es gibt jetzt einfach heutzutage auch Berufsfelder, die es damals noch nicht gab. Und ich glaube, dass sich die Rahmenbedingungen und die Politik auch eben mit Startups beschäftigen muss, mit neuen innovativen Ideen. Ich finde es immer sehr toll, wenn junge Menschen etwas gründen und sich trauen, etwas zu gründen und den Mut aufbringen, sich selbstständig zu machen. Das finde ich immer grandios und auch bewundernswert und unterstützenswert. Aber ich glaube, mit Förderungen allein seitens der Politik ist es nicht getan. Also was mir mein großes Anliegen gewesen ist als Unternehmerin oder was auch jetzt noch ein Anliegen ist, ist, dass man entlasten sollte, statt zu fördern. Also wenn ich Rahmenbedingungen habe, die entlastend sind, dass man mich arbeiten lässt, dass man mich meinen Job machen lässt, dann brauche ich auch keine Förderungen. Also dann brauche ich keine Station, wo ich hingehe und betteln muss als Unternehmer und diverse Anträge und Businesspläne vorlegen muss, die man dann wahrscheinlich eh nur zur Hälfte liest oder vielleicht versteht es dann der an den ich den Förderantrag stelle, nicht. Also ich glaube, dass es für Neugründer ganz wichtig ist, dass es Entlastung gibt, dass es einfach gemacht wird zu gründen, dass niemand einen Stein in den Weg legt und vor allem auch, dass einmal die Mentalität geändert wird, dass auch ein klares Bekenntnis von allen Seiten zu Startups, zu jungen, kreativen, innovativen Menschen gibt und das fernab von Neid etc. und Missgunst. Und ich glaube, das ist notwendig. Also ich glaube, die Menschen dazu haben wir auf jeden Fall in Österreich. Also das sieht man hier auch. Also da hat man tolle, innovative Ideen und tolle Menschen sitzen hier, die sehr viel geschafft haben und auch den ganzen Tag, die hier am Podium gesessen sind und ihre Story erzählt haben. Aber ich glaube, gerade sowas muss gefördert werden. Vereinfachen, weniger Regeln. Was sagen Sie dazu, Herr Kunzmann? Ich kann da grundsätzlich nur beipflichten, überhaupt keine Frage. In einer Welt, die so stark Veränderungen ausgesetzt ist, da muss man natürlich auch an den Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des Standorts arbeiten, überhaupt kein Zweifel. Nichtsdestotrotz, gerade bei Technologieunternehmen ist es in einer ganz, ganz frühen Phase, in der Pre-Seed-Phase, in einer Entwicklungsphase,
zwingend erforderlich, Geld aufzustellen. Und das ist, glaube ich, und das kann ich mit voller Überzeugung sagen, ohne Förderung unmöglich, zumindest in einer späteren Phase. Dann, wenn Entwicklungsrisiko draußen ist, braucht man Venture Capital und das ist etwas für Finanzinvestoren. Aber in einer frühen Phase der Entwicklung ist, glaube ich, bei vielen Technologieunternehmen auf die Förderung nicht zu verzichten. Herr Scherzenlehner, Börsengang und Wien, wie geht das zusammen? Fragt man sich, das ist der erste seit vielen Jahren, die Wiener Börse oder der Platz ist ja eigentlich für seine D-Listings mittlerweile bekannt. Sind Sie optimistisch für die Zukunft, dass es gut weitergeht hier? Natürlich sind wir optimistisch, sonst würde man diesen Schritt nicht wagen. Wir haben bewusst den Börsenplatz Wien gewählt, es war lange Frankfurt in Diskussion bei uns. Wir haben ihn gewählt, ja, es ist unser Statement zu Österreich. Wir wollen prinzipiell was verändern. Wir haben ein Startup an die Börse, das macht man in Österreich an sich nicht. Warum macht man das in Österreich an sich nicht? Zumindest schon längere Zeit nicht. Ja, warum denn nicht? Vielleicht, weil die Börse sehr gern eher konservative Unternehmen sieht. Also die vorhergehenden Listings waren, keine Ahnung, 17 Immobilienanleihen und was es da so gibt. Unser Business ist trotzdem sehr konservativ, darum passt es sehr gut hinein da und hat einen riesen Unterschied. Wir sind euch schon sehr früh profitabel gewesen. Darum bin ich auch nicht ganz der Meinung, man braucht immer nur eine Förderung. Wir haben recht schnell ein profitables Unternehmen auf die Füße gestellt. Zu Beginn würde ich uns so bezeichnen mit ja, das Unternehmen und die Bank. Wir sind so ein Unternehmen, haben natürlich sehr viel selbst organisieren müssen. Es ist aber, glaube ich, nicht immer nur Geld, sondern es ist das nötige Netzwerk, was wir mit der Startup 300 zum Beispiel gefunden haben, wo halt sehr viel daraus entwickelt sie hat und wo wir deshalb sehr schnell wachsen haben können und diesen Schritt jetzt wagen haben dürfen. Herr Pansi, welche Faktoren spielen denn eine Rolle, damit ein Startup in unserem Land gut gedeihen kann? Naja, grundsätzlich am wichtigsten sind sicher die Personen, die hinter einem Startup stehen. Also die Qualität der Personen ist wahrscheinlich und wird auch von Investoren oftmals als der Haupterfolgsfaktor identifiziert. Dann natürlich sicher auch das Thema, für das man sich entscheidet und wie stark ein einzelner Case ist und es zu der Gesamtumgebung passt, weil eines muss man sich im Klaren sein, es sind viele Bastelsteine, die zusammenpassen müssen und auch das beste Team wird nicht immer einen Erfolg haben, weil halt auch eine gewisse Portion Glück dabei ist, dass Zeit, Raum und Ort alles zusammenpassen und ja, das kann nicht immer sein, aber relativ oft und das ist letztlich dann die Qualität von einem guten Team. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das, was Frau Wagner gesagt hat, Österreich als Hort der Bürokratie. Glauben Sie daran, dass Österreich in 10 Jahren tatsächlich der richtige Platz für Unternehmen sein wird, Herr Bartlock? Das mit der Bürokratie ist relativ. Wir haben uns sehr stark dran gestoßen, während der Gründungsphase, die GmbH-Gründung, internationale Beteiligungen. Ich erzähle gerne die Story, dass ich die Kopie von Tim Drapers Führerschein ans Firmenbuch Feldkirch schicken musste und der Tim Draper sich gefragt hat, warum muss ich zum Notar fahren und das apostilliert abgeben, wenn es um eine Minderheitsbeteiligung geht. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auf unserer Payroll 4 oder 5 US Citizens. Wir mussten einen Healthcare Plan ausarbeiten. Wir müssen uns durch das ganze amerikanische System, wir haben kein Online-Banking, hier redet man George, alle möglichen Dinge. Wir wollen eine Überweisung machen, das ist Bürokratie pur, um hier nicht einen Check durch die Gegend zu schicken. Also ich glaube, dass man da schon auch ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen muss. Die Anfangsphase muss viel, viel einfacher werden bei uns. Und dazwischen soll, glaube ich, ein europäischer Weg gefunden werden, der zwischen dem Maximum ist von Healthcare gar keine und einer Überregulierung. Ich glaube, wir sind im Moment zu stark auf der regulierten Seite. Ich bin sehr stark für eine Deregulierung, aber für keine komplette Deregulierung. Herr Horak, Sie wollen etwas dazu sagen. Das, was wir gelernt haben, und wir sind ja im Finanzbereich, ist zumindest einen Vorteil hat diese Regulierung. Wenn man es in Österreich mal geschafft hat, dann tut man sich in allen anderen Ländern leichter. Also es ist ein guter Trainingsraum quasi, auch was Regulierung betrifft. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja auch das, was du gesagt hast, ist,
Ich glaube, es geht gar nicht so sehr, jetzt zu sagen, die Regulierung in Summe, sondern ich glaube, das, was wir alle brauchen und auch sehen, ist darum, es braucht eine gewisse Flexibilität. Ich glaube, das, was wir alle irgendwie merken, ist, die Wirtschaft entwickelt sich so dynamisch und da braucht es einfach eine gewisse Flexibilität und das braucht es auch in den Gesetzen an vielen Punkten. Und das ist, glaube ich, das, was es braucht, weil das hindert uns gerade in der frühen Phase, wo ja Startups mit ganz anderen Themen zu tun haben, nämlich wie finde ich überhaupt den ersten Kunden, wie finde ich vielleicht einen Investor etc., solche Dinge. Und wenn man dann noch zwei Drittel der Zeit beim Notar oder bei der Wirtschaftskammer oder wie auch immer sitzt und nur mal versucht zu verstehen, was man denn überhaupt alles braucht, um starten zu dürfen, dann tut das natürlich weh. Später glaube ich schon, dass Regulierung einen Sinn hat. Das sehen wir auch bei uns, weil wir wollen natürlich auch nicht, dass die Leute ihr Geld einfach so investieren und man quasi überhaupt keine Regulierung hat, aber irgendwie einen Mittelweg. Und das wäre, glaube ich, eine Aufgabe der Politik, hier Flexibilität zu bringen. If I can make it there, you can make it everywhere. Ja. Herr Grabner, Sie wollten dazu etwas sagen. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Wir haben ja die Situation, die Politik hat ja Startup jetzt als neues Lieblingsthema erfunden, aber Sie haben noch nicht herausgefunden, was ist der Unterschied, wenn die ÖMV oder die ÖBB oder Siemens ein neues Unternehmen gründet oder wenn ein Startup-Unternehmen. Das ist völlig die identen Voraussetzungen, auch die identen Hürden und dort liegt der Grundfehler. Es gibt zwar eine GmbH Light, aber das ist Cola Light würde die verklagen, wenn die das wüssten, dass die das gibt. Ja? Frau Wagner, Sie stimmen dem zu. Ich sehe, Sie haben genickt. Herr Grabner hat es gerade gesagt, man hat das Gefühl, Startups sind gerade die Lieblinge der Politik. Empfinden Sie da eine gewisse Bevorzugung gegenüber den KMUs, die sich ja über Jahrzehnte bewährt haben? Ja, also ich will jetzt auch nicht noch einen Klassenkampf innerhalb von Unternehmern befeuern, also das auf gar keinen Fall. Also Unternehmer sind Unternehmer, egal in welcher Größe, jeder hat einmal irgendwo angefangen. Aber was ich schon merke, also da kann ich auch meinem Gegenüber absolut beipflichten, das was mich stört, ist, jeden kleinen Unternehmer, jeder, der heute anfängt und sich selbstständig macht, der trifft auf dieselben Regelungen wie der OMV-Konzern. Naja, was kann, also ich um jetzt nicht auf den OMV-Konzern mich einzuschießen, damit das morgen nicht in den Medien steht. Ein Großunternehmer hat dieselben Regeln wie ein Kleinunternehmer und ich finde, das kann es nicht sein. Also das ist eine irrsinnige Hürde und da muss man schon differenzieren, ob ich mich in eine geschützte Werkstätte begebe oder ob ich gerade anfange, irgendetwas zu starten. Und das wird in der Politik und auch im rechtlichen Rahmen derzeit nicht getan. Also es gelten dieselben Regeln, wir haben alle dieselbe Steuerlast und dieselben Lohn Nebenkosten, die wir pro Mitarbeiter bezahlen müssen und da finde ich, sollte man schon ansetzen und hier einmal Kleinunternehmer oder Startups oder Gründer entlasten und einfach auch wieder die Innovation fördern und auch fördern, dass Leute sich selbstständig machen, dass das kein Frevel ist, sich selbstständig zu machen und etwas zu gründen, eine innovative Idee zu haben und einen anderen Weg zu gehen. Ich finde, das sollte in der Form auch gefördert werden. Ich möchte aber Beispiele herausgreifen, wie zum Beispiel Uber oder Snapchat, da heißt es immer wieder, es werden sämtliche Gesetze gebrochen, die Arbeitsbedingungen sollen sehr schlecht sein. Also Regulierung ist an sich nicht immer schlecht, oder wie sehen Sie das, Frau Klausberger? Ich glaube, es kommt immer darauf an. Also wenn ich als Startup starte, dann ist mein erstes Problem und mein erstes Ziel Überleben. Das heißt, ich bin verantwortlich für zuerst mich, meinen Co-Founder. Dann bin ich verantwortlich für ein kleines Team. Wenn wir uns gut anstellen, sind wir verantwortlich für ein bisschen größeres Team. Aber es ist nicht wie bei einem großen Unternehmen, dass ich sage, es ist jetzt, der Weg ist vorgezeichnet. Ich kann sagen, wenn ich heute dieses mache, existiere ich in einem Jahr. Sondern es ist jeden Tag ein Kampf, dass man es schafft, ein Unternehmen weiter bestehen zu lassen und erfolgreich zu machen. Und da zu dem Zeitpunkt kümmert man sich um diese Sachen eigentlich auch nicht. Es ist wichtig, man arbeitet lang, man arbeitet hart, man arbeitet smart. Das sind Punkte, die einfach eine Grundvoraussetzung sind. Klar, es gibt gewisse Bedingungen, an die man sich halten muss. Das ist auch wichtig, wenn man eine Größe erreicht hat. Wir sind mittlerweile 120 Leute. Da gibt es gewisse Auflagen, die einfach wichtig sind. Das funktioniert auch ab so einer Größe. Wenn man 10 oder 15 Leute ist, dann ist das auch nicht relevant, weil es auch jedem eigenen Unternehmen komplett egal ist und nicht wichtig ist. Sonst würde es auch nicht funktionieren. Und ich glaube, das sind halt so die Unterschiede. Es muss im Endeffekt, es muss fair sein. Man arbeitet miteinander, man ist ein Team. Und wenn es für alle im Team passt, dann passt es.
Wenn es nicht passt, dann muss man halt gemeinsam was ändern, damit es passend gemacht wird. Aber es ist halt ein sehr starkes Miteinander. Ist irgendjemand anderer Meinung hier in der Runde? Bitte. Anderer Meinung bedingt Regularien gut, ja, stimmt. Es stimmt auch völlig, dass man zu Beginn einmal auf sich gesetzt ist. Aber wenn ich ein Unternehmen gründe und ich gehe, so es war der Fall, zu einer Stelle, wo ich mich beraten lasse, und dann sagt mir der Herr, meine, sind Sie sicher, dass das was wird? Oder bei der Bank will. Aber ist das nicht normal, dass man das 100-mal hört? Ja, aber nicht von einem, der eigentlich mir den Businessplan näher bringen soll oder wie man so ein Unternehmen überhaupt gründet. Und das Zweite dann, ich kann mich erinnern an ein Bankgespräch, da haben wir uns gefreut, glaube ich, den ersten oder zweiten Kunden gewonnen zu haben, und dann wollte der Herr einen 10-Jahres-Businessplan von uns sehen. Und wir haben gesagt, okay, wir können fantasieren, wir haben sie dann auf 3 Jahre nach langer Diskussion geeinigt und haben irgendwas hingezeichnet. Regularien ja, aber man kann alles übertreiben aus meiner Sicht. Und ich glaube, um da einzuhaken, nein, eigentlich muss es nicht so sein, weil wenn man vergleicht in Amerika, wenn man ein Unternehmen gründet, da gibt es ein Dorf oder ein Stadtfest, da kommt der Bürgermeister persönlich oder der Governor und schneidet das Bundle durch und klopft einem auf die Schulter, und das vermisse ich einfach ein bisschen in Österreich, dass man sagt, ja, tu es, mach es, du hast eine super Idee, du engagierst dich, mach dich selbstständig, zahl Steuern, ja, also ich glaube, es gibt nichts Netteres, was man tun kann, als Steuern zu zahlen für den Staat. Und dann, ich als Unternehmerin hätte mich immer gefreut, wenn ich irgendwann einmal für die vielen Steuern, die ich zahle und für die Arbeitsplätze, die ich geschaffen habe, ein Danke zu hören. Und nicht Danke. Und ich glaube, so geht es vielen Unternehmern. Also was ich auch mitbekommen habe, man schluckt ja diese ganzen Reglementierungen, das ist ja auch in Ordnung so. Niemand möchte prekäre Zustände. Also so kann auch niemand arbeiten. Also da würden mir meine Kunden und meine Mitarbeiter davonlaufen, wenn ich jetzt irgendjemanden an meinem Bein ketten würde und ausbeuten würde. Das funktioniert ja heutzutage so nicht. Sondern es geht darum, dass wenn man schon sein Bestes gibt, als Gründer, als Jungunternehmer, dass man dann irgendwie von einer Seite dann zumindest einmal hört, gut gemacht, super, danke für die vielen Steuern, die du gezahlt hast. Gut, zahlt Steuern, hört man in Österreich auch, man geht auch gern zu Eröffnungsfeiern. Ist es wirklich so anders in den USA zum Beispiel? Also zu uns ist nicht der Bürgermeister von Los Angeles gekommen, was allerdings schon ist. Vielleicht sollten Sie ihn einladen. Vielleicht, ja genau, ich schreibe ihm ein, den Arnold Schwarzenegger haben wir mehrmals versucht einzuladen. Der ist auch noch nicht gekommen. Aber das Ding ist einfach, in den USA ist der große Unterschied zwischen Kalifornien speziell und Österreich. In Österreich sagen dir bei jeder Idee, bei allem, was du machst, geben dir fünf Leute jeweils 5 Gründe, warum es nicht geht und warum es scheitern wird. Und in Amerika sagen da dieselben 5 Leute 5 Dinge, warum es so super ist, warum es so awesome ist, warum man es schaffen kann. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied in der Einstellung, nicht von der Politik, sondern von jedem Einzelnen, die sich verändern muss, damit man mehr Gründer dazu bewegt, dass sie sich mehr trauen und dass sie die Upside sehen. Aber Raxi wollte noch was sagen. Aber es ist schon fast inflationär, weil dort ist jede Idee ein Business. Und ich habe ein Business, ich habe 5 Business, ich habe nicht nur ein Business. Und ich habe das gemacht und das gemacht und das und dann das. Und deswegen ist das the next big thing. Ja. Das ist schon ungefähr nochmal die Hälfte abziehen, was unterm Strich ist. Das ist dort ganz normal, dass man ein Business hat. Und nicht nur einen Job, sondern auch noch andere Jobs. Also ich muss sagen, das ist schon wieder ein bisschen too much. Ich glaube, Das Wichtige ist dieses unternehmerische Grundverständnis, und ich glaube, das ist schon der wesentliche Unterschied, wenn man in andere Hotspots geht, ist eben dieses sich was trauen und ein Risiko eingehen und dafür auch quasi diesen Rahmen haben, dass dazu auch gehört, dass mal nicht funktioniert. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt, und ich meine, das kennt jeder von uns, der irgendwann gegründet hat, dieses stetige, so wie du gesagt hast, dieses Überleben und auch quasi, was das heißt, und wenn man dann irgendwann nicht mehr für sich selber nur verantwortlich ist, dann hat man Mitarbeiter, dann ist man für die auch noch verantwortlich, dann hat man Geld von Investoren, dann ist man für die ja Geld auch noch verantwortlich. Also das ist schon auch was, ich brauche gar kein Danke, aber es soll quasi nicht mal behindert werden, dass man vorwegkommt. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Und das Zweite, was mir in der Diskussion oft abgeht, ist, ich habe immer das Gefühl, wir diskutieren immer noch diese industrielle Arbeiterklasse gegen Unternehmer. Und ich kann es nur bei mir sagen, wenn ich meine Leute nicht hätte, es würde uns nicht geben. Also ich glaube, das, was total unterschätzt wird, ist auch dieses,
es ist Unternehmer und Mitarbeiter, das ist nicht mehr ein die gegen die, sondern es ist ein in sich greifendes, wo auch dann Mitarbeiter an Unternehmen beteiligt sind und am Ende des Tages ist jeder von uns lebt davon, dass man die besten Mitarbeiter hat und nur mit denen kann man erfolgreich sein, weil je älter das Unternehmen wird, desto weniger wichtig werden die Founder und desto wichtiger ist, die richtigen Mitarbeiter zu haben und deshalb glaube ich, ich habe auch ein, wie gesagt, ich glaube, diese Diskussion der Mitarbeiter gegen einen Unternehmer, die muss aufhören, die muss eigentlich sein, wie kann man gemeinsam schauen, dass das weiter vorangeht. Und ich glaube, das ist was, was wir im Startup-Bereich ganz stark versuchen, aber wo es oft durch politische Diskussionen dann in die falsche Richtung geht. Und was glauben Sie, wie könnte man denn mehr Unternehmergeist sozusagen nach Österreich bringen? Frau Klausberger. Wie könnte man mehr Unternehmergeist nach Österreich bringen? Das eine ist einmal, auch offen und ehrlich sagen, was es braucht, um sich selbstständig zu machen. Es ist nicht nur schön, es ist nicht nur lustig, sondern es ist halt auch wirklich sehr, sehr anstrengend. Das Genialste und das Anstrengendste, was es gibt. Und wenn einem das gefällt, ja bitte. Dann Förderungen. Am Anfang, Österreich ist relativ gut mit den Frühphasenfinanzierungen im Förderungsbereich. Das muss man einfach nutzen. Klar, wenn man sagt, man versucht eine Förderung zu bekommen, 4 Stellen werden einen absagen, bei der 5. klappt es dann vielleicht. Das heißt, dass man da auch schaut, dass man das noch weiter fördert, die weiteren Anschlussfinanzierungen. Es hat jetzt der AWS eigentlich etwas sehr, sehr Tolles machen wollen mit einem Investorenzuschuss, wo man Investoren auch fördert, Business Angels, sich an Startups zu beteiligen. Leider ist die Umsetzung so schief gegangen, dass es den Startups im Endeffekt schadet, wenn die Investoren gefördert werden. Also da muss man halt einfach schauen, wie schafft man die guten Ideen in eine gute Realität auch umzusetzen. Dann gleichzeitig durch positive Beispiele zeigen, es ist auch möglich, auch international Kapital nach Österreich zu bekommen, wie Beispiele, die hier sitzen auch und auch ein paar andere Unternehmen, die es wirklich schon geschafft haben. Und so Schritt für Schritt das vorantreiben. Die Umsetzung ist schief gegangen, Herr Kunzmann, wie sehen Sie das? Ich glaube, du sprichst jetzt hier die Risikokapitalprämie ein, die an Business Angel ausbezahlt wird. Das ist sicher auch Teil der Regulierung, die hier ein Korsett vorgegeben hat, was vielleicht viele Dinge nicht so möglich gemacht hat, wie man das vielleicht hätte besser tun können. Da muss dran gearbeitet werden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es schon wichtig, auch einmal aufzuzeigen, dass wir in Österreich durchaus ein Ökosystem haben, was es für Unternehmen möglich macht, sich auch hier anzusiedeln. Also wir machen das mit dem Gründerfonds sehr konsequent, dass wir über die Bundesgrenzen beispielsweise hinausschauen und versuchen, Startups zu akquirieren, in die wir investieren können, um die sich hier in Österreich ansiedeln. Wir investieren nur in österreichische Startups, das heißt, wir haben in unserem Portfolio von den 21 Unternehmen allein 10% der Unternehmen, die wir finanziert haben, nach Österreich geholt, weil es in der frühen Phase nämlich die Möglichkeit gibt, hier auf ein sehr gut funktionierendes und engmaschiges Fördernetz zuzugreifen, was seinesgleichen sucht in Europa. Das muss man auch einmal aussprechen. Ich darf das wirklich sagen. Ich kenne das in Deutschland auch sehr gut. Das ist viel atomistischer und unstrukturierter. Der viel beschriebene Förderdschungel ist sicherlich im Norden eher zu finden als in Österreich. Und noch dazu ist es ein Geld, was Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfügung gestellt wird, was doch relativ günstig ist. Also so wie du gesagt hast, Unternehmer sein heißt auch, manche Hürde zu nehmen und da ist die Förderhürde noch die geringste. Da drohen ganz andere Probleme und Fallstricke, die in der Zukunft Unternehmern in den Weg gestellt werden. Da muss man einfach über die Förderhürde mal rüber hupfen. Ja. Jetzt möchte ich noch einmal darauf eingehen. Sie wollten was sagen, Herr Bartlow? Ja, ich glaube, das Detail ist wichtig. Die Grundlinie ist richtig, aber wir haben uns zum Beispiel auch gegen eine Finanzierung oder wir haben Förderungen auch erhalten, aber gegen gewisse Förderungen haben wir uns konkret dagegen entschieden. Es sind kleine Details, wie das zum Beispiel eine Schließung des Unternehmens, eine geordnete Schließung nicht möglich ist, sondern eine Insolvenz erforderlich ist. Keiner unserer Investoren möchte eine Insolvenz jemals haben. Und Fördergelder, es gibt da an ganz, ganz vielen Punkten kleine Dinge und hier mit den beteiligten Unternehmen zu sprechen, auch hier Ideen einzuholen, wie solche Dinge umgesetzt werden können, das wäre sicher etwas, was ich auch den Fördergebern ans Herz legen möchte, um das zu haben. Letztes Beispiel noch, wir sind zum Beispiel auch zu großen Teilen vom dänischen Pensionsfonds finanziert, das ist für mich kein österreichisches Thema. Unser Investor Sandstone Capital hat zu großen Teilen dänisches Pensionsgeld drin und das ist europäisches Geld, die investieren in europäische Firmen
AWS, wenn es um Fördermittel geht und Firmen hier Förderungen zahlen, dann soll das auch direkt gekoppelt sein. Und diese Trennung, was ist Österreich gebunden, was ist Deutschland oder Osteuropa gebunden, das hat für mich sehr stark damit zu tun, welche Dinge gefördert werden. Wenn ich einfach ein staatlicher Risikokapitalgeber bin und meine Pensionskasse möglichst gut anlegen will, dann soll ich auf der ganzen Welt investieren. Wenn ich irgendwie möchte, dass ich Startups investiere oder ich möchte auch hier lokale Szene beleben und nicht nur Wien. Ich bin als Vorarlberger, es ist jedes Mal schlimmer nach Wien zu kommen als nach Zürich, nach Berlin, nach Paris fast. Und da gibt es auch ein Ost-West-Gefälle. Deswegen, österreichische Fördergelder sollen verwendet werden, um wirklich Österreich einen Boden zu gewinnen oder Boden zu bieten. Ansonsten sehe ich das als europäisches oder weltweites Phänomen. Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen. Herr Horak hat gesagt, also ohne uns ging es gar nicht. Diese Erwartungshaltung, die da kreiert wird seitens der Politik, dass sozusagen die Startups den stockenden Wirtschaftsmotor anwerfen werden, ist das nicht viel zu überzogen, Herr Pansi? In der Sache sicher, weil ich glaube, die Rechenaufgabe kann ja jeder einfach machen, was quasi unter die Definition von Startups fällt und was dort wirklich dann die Wertschöpfung ist, die dort generiert wird. Das ist neben, keine Ahnung, großen Betrieben, Automobilbranche und so weiter, wo wir in Österreich stark sind, ein Minisegment, aber ich glaube, es geht viel, viel wesentlicher um die Themen, um die wir immer diskutiert haben, weil oft läuft es darauf hinaus, dass wir eigentlich kulturelle Defizite haben in der Unternehmerkultur. Und darum geht es ja wohl eigentlich, dass man ein Thema bewusst vielleicht mehr Bühne gibt, als es der Sache entsprechend verdienen würde, damit man aber damit vielleicht genau diese Unternehmerkultur schärft und schaut, dass hier etwas in Bewegung gerät. Weil wenn man es sich anschaut, also sind ja schon ein paar Faktoren gefallen, anderen finde ich noch immer, also ich selbst komme jetzt aus Graz, was grundsätzlich eine Universitätsstadt ist, wo es Technische Universität, Medizinuniversität, Allgemeine Universität, Fachhochschulen etc. gibt, aber die Anzahl der Absolventen, die dann wirklich den Gründungsweg beschreiten, ist halt vernichtend gering. Und wenn man das wieder anschaut im Vergleich zu zum Beispiel Amerika, dann haben wir dort halt einen großen Unterschied. Und meistens ist es halt so, dass über Quantität dann am Ende des Tages auch die Qualität kommt und zu der kommt es halt bei uns dann nur in Einzelbeispielen, weil halt an der Basis schon mal die Quantität fehlt und das ist wiederum vieles kulturell bedingt. Daher kann es für die Sache nur positiv sein, wenn sie mehr Bühne bekommt und geht gar nicht so sehr darum, dass das rational begründbar ist, meiner Meinung nach, also Investment in die Zukunft. Austria's Next Big Thing ist das Thema unseres Panels. Herr Buchreitner, Ihr nächstes großes Ding, Sie haben gesagt, Sie wollen mal Google kaufen, sind wir schon so weit? Also grundsätzlich muss ich gleich mal sagen, das habe nicht ich gesagt, sondern mein Co-Founder oder der Matze. Und das ist grundsätzlich einfach unsere Antwort auf das, dass Startups immer mit Exit in Verbindung gebracht werden. Und wir wollen die Welt verändern, wir wollen ein Social Network bauen, wo sie Menschen bei Entscheidungen helfen. Und das kann auch neben großen Unternehmen wie Facebook und Google funktionieren und es kann auch selber sehr groß werden, auch ohne das zu verkaufen. Herr Grabner, was könnte das nächste große Ding sein oder was wird Ihr nächstes großes Ding sein? Ich glaube, von den Dingen, die wir heute gesehen haben, waren wirklich sehr tolle und faszinierende dabei. Ich würde zwei als sehr, sehr hoffnungsvolle Kandidaten sehen. Das kommen beide aus dem Fintech-Bereich. Das eine ist Wikifolio, dem ich eine große Zukunft gebe. Und das zweite ist Cashpresso, der, glaube ich, auch eine Marktnische besetzt, die sehr interessant ist und die, glaube ich, für die klassischen Banken schwer zu besetzen ist. Also den beiden würde ich große Chancen geben. Sie nicken zustimmend, Herr Buchreitner? Pardon? Absolut. Ich bin selber, also gerade vor allem von Cashpresso, ein großer Fan und ich glaube, dass die eine richtig gute Nische gefunden haben, vor allem im Zeitgeist, quasi mit diesen schnellen Krediten für vor allem junge Menschen. Und sowas kann eine Bank nicht anbieten. Deshalb wird eine Bank an vielen Dingen scheitern, wenn sie sowas probieren wollen. Frau Klausberger, was könnte als nächstes durch die Decke schießen? Ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das wird sich jetzt zeigen. Es gibt einfach gewisse Trends, die sich im Moment entwickeln. AI ist ein großer Bereich in der Hinsicht, wo sich noch viele Möglichkeiten einfach auftun werden. Selbst bei uns, wir sind am Drittel unserer Reise, also mal schauen, wo die noch hingeht. Das wird sich zeigen. Womit könnte man reich werden? Clean Energy, oder? Clean Energy, ja, warum nicht? Ob man damit reich werden kann, sieht man nächste Woche in unsere Halbjahreszahlen oder in die Vorjahreszahlen.
ich bin mir nicht sicher, ob die Definition, was ist groß, richtig ist. Was ist groß? Wir sind solide 35 Mitarbeiter, machen diesen Schritt, ja, weil wir wachsen wollen. Wir werden aber nie 10.000 sein und wir werden auch nie die Firma für 4 Milliarden verkaufen. Wir sind konservativ, wir haben einen Wareneinsatz. Bei uns gibt es sehr viele physische Dinge, die man einfach nicht überwinden kann. Der Einzige, was das geschafft hat, groß zu sein, heißt bei uns Siemens. Das heißt, die Hausnummer ist sehr groß. Ich glaube, es muss aber auch nicht immer alles so unendlich groß sein, um gut zu sein. Herr Bartlock, Ihr Tipp, wer wird global durchstarten? Ich glaube, Deep Tech, sehr stark. AI, Bilderkennung, wir haben hervorragende Forschung auch in dem Gebiet. Ist aktuell sehr starkes Abwandern von geistigem Kapital, das die Großen einfach kaufen. Antrittsboni von Google für 1 Million für einen Software-Developer. Ich glaube, dass viele Leute davon auch in Europa bleiben werden und diese durch die Lohnstrukturen, durch die Lebensqualität hier die ganze Tech-Industrie, wie gesagt AI, Machine Learning, Computer Vision sehr stark boomen wird. Herr Kunzmann. Also die letzten Exits von Spock zum Beispiel oder auch Antastic, die haben natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ich hoffe sehr, dass das viele junge Menschen motivieren wird, ihre Visionen und Ideen auch wirklich umzusetzen, selber zu gründen. Ich sehe durchaus auch eine Möglichkeit, gerade für Themen wie Deep Tech oder auch Biotech, Life Science Unternehmen, die in Österreich grundsätzlich einmal durchaus den Nährboden finden würden, um sich hier etablieren zu können. Also wir haben auch in den letzten 2 Jahren einen Exit gesehen, der vielleicht nicht so auf dem Radar der Medien erschienen ist. Totalis ist für eine 500 Millionen an Roche gegangen, auch ein österreichisches Life Science Startup. Und es gab auch in der längeren oder länger zurückliegenden Vergangenheit durchaus auch einen sehr erfolgreichen Startup-Börsegang, kann ich mich gut erinnern. 1997 ist Bet & Win gegründet worden, 2000 an die Börse gegangen, ein Unternehmen, was es heute noch sehr erfolgreich gibt und in Österreich auch seine Wurzeln hatte. Für mich wäre das Next Big Thing, wenn wir es schaffen würden, alle gemeinsam in Österreich ein Ökosystem zu etablieren, was auch in Österreich oder Österreich zu einem Startup-Hotspot in Europa macht. Herr Horak, Ihr Appell an alle Game Changer, was sollen sie tun, damit sie das große Ding erreichen? Ja, ich glaube, sich einfach mal trauen. Also das ist, glaube ich, das mit Abstand Wichtigste. Und ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich die Geschichte erzähle, aber unsere ersten gemeinsamen Schritte vor 3-4 Jahren war auf einem Startup-Event, Startup Live, ist bald auch wieder in Wien, dort kann man genau diese ersten Schritte machen. Und der Pete hat in seiner Art und Weise, um aufzufallen beim Pitch, dann einfach sein T-Shirt ausgezogen, hat gewonnen und 3 Jahre später ist er mit Swell dort, wo er jetzt ist. Also dieses sich trauen und einfach mal ein bisschen anders sein wie alle anderen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann ergibt sich eh das Schöne, was da ist. Der Ralf hat es gesagt, es ist schon viel mehr da als wie vor 5-6 Jahren. Also wie ich vor 9 Jahren das erste Mal Company gegründet habe, da war nichts da, da gab es auch so ein Event, wäre unvorstellbar gewesen. Also das Ökosystem ist mittlerweile so gut, sich Feedback holen, mit den Leuten austauschen, möglichst sich trauen, auch einmal wen einfach von der Seite anzuquatschen und sich Feedback zu holen. Also wirklich dieses Trauen, 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 das ist der erste und wichtigste Schritt, glaube ich. Ich danke für die Runde, liebe Game Changer. Sie haben es gehört, Sie müssen sich einfach trauen. Es kommt dann gleich eine Runde, die sich hoffentlich etwas traut. Wir gehen in die nächste Pitching Session. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Austria's Next Big Thing. Lokal starten, global durchstarten. Vielen Dank auf jeden Fall, Silvia Saringer. Nicht zu vergessen zu voten für die Awards. Morgen Abend werden die vergeben. Das grande Finale sozusagen des Folk Game Changer Festival 2017. Morgen werden die Preise vergeben. Wir können dann alle mitvoten. Wir sollen dann auch alle mitvoten für unsere Favoriten. Da können wir dann selber unseren Tipp abgeben, welchem Startup zum Beispiel ihr da am meisten zutraut. Geht ganz einfach. Wir sehen ja immer wieder im Laufe des Tages Hostessen, die haben Tablets, auf denen könnt ihr dann abstimmen via Voting-App. Gekürt werden die Preisträger dann morgen Dienstagabend.